Hallo Kackbratzen. Wenn man den Namen David Cage hört, dann wird der ein oder andere die Hände über den Kopf schlagen und so schnell es geht davonlaufen. Der Quantic Dreams Gründer ist definitiv eine sehr ungewöhnliche Persönlichkeit. Er hält sich für den weltweit besten Geschichtenerzähler, aber grundsätzlich sind seine Ergüsse für viele nichts anderes als ein Uwe Boll-Film, allerdings mit weit weniger Explosionen. Hi, my name is David Cage. I'm the writer and director of Fahrenheit. Auf der anderen Seite ist David Cage aber auch für seine durchaus innovativen Spiele bekannt, wobei man nicht direkt von Spielen reden darf. Mehr oder weniger sind es Achterbahnfahrten der Gefühle, in denen man ab und an mal auf den Knopf des Controllers drücken darf. Eine Art Totmannschaltung für den Film, der im Hintergrund läuft, die als Bestätigung dafür dient, ob der sogenannte Spieler auch noch wirklich bei der Sache ist. Auch wenn man eigentlich fast immer von seinem Erstlingswerk Fahrenheit spricht, das im Prinzip diese ganzen interaktiven Dramen ins Rollen gebracht hat, vergisst man allerdings sehr oft, dass es mit Omnicron Nomad Souls auf der Dreamcast bereits im Jahr 1999 einen Titel gab, der unglaublich innovativ war. Die Story war vielleicht ebenso drittklassig wie in allen anderen Quantic Dreams Spielen, aber es war nicht nur eine absurde Kombination von Gameplay-Mechaniken, sondern auch einer der wahren Vorreiter aller Open-World-Spiele. Das Spiel hat allerdings ein eigens Video verdient, denn heute wollen wir über einen anderen Titel sprechen, der eher gemischte Gefühle bei den Spielern erzeugt. Heavy Rain aus dem Jahr 2010. Wie gesagt, war Fahrenheit ein bahnbrechendes Spiel und ein ziemlich ehrgeiziges Konzept, das sich fast ausschließlich auf die Geschichte, den Charakter und die Wahlfreiheit des Spielers konzentrierte. Leider reduzierte es den Großteil des eigentlichen Gameplays auf stupide und teils absurd schwierige Quicktime-Events. Wie bei allen David Cage-Spielen war das Ergebnis weit von seinen kühnen Versprechen entfernt und das große Potenzial, das Fahrenheit hatte, wurde nicht wirklich voll ausgeschöpft. Das erkannte aber auch Herr Cage und kündigte auf der E3 2006, also nur ein Jahr nach der Veröffentlichung des großartigen, aber sehr fehlerhaften Dramas, mit Heavy Rain einen Titel an, den die Welt noch nie gesehen hat. Man versprach nicht nur hochauflösende Grafiken, sondern dank der Motion-Capture-Technologie endlich auch lebensechte Animationen und vor allem Gesichter, die endlich auch echte Emotionen zeigen konnten. Wobei wir ja alle wissen, dass das wohl keine besseren und lebensechteren Emotionen gibt als in L.A. Noir. You're hardly any older than me. Don't you dare talk to me that way! Jason, du darfst nicht einfach so weglaufen, weißt du? Hier drin sind zu viele Leute. Bitte, Dad, kann ich einen haben? Bevor David Cage mit seinem weltbesten Drama aller Zeiten zu Sony ging, klopfte er jedoch bei Microsoft an. Da man hier aber seit der Firmengründung noch nie was von Innovationen gehört hat und dem Markt deswegen circa 12 Jahrzehnte hinterherläuft, gab man Cage einen Korb und einen Tritt in den Hintern. Angeblich sei die Thematik der Story, die sich rund um eine Kindesentführung dreht, viel zu problematisch. Go ahead, take a seat. Can you give me your name and your age, please? My name is Mary Smith, I'm 24. Leicht angepisst ließ David Cage dann in nur 3 Monaten eine Tech-Demo namens Casting entwickeln, die man dann eben auf der E3 2006 dank Sony endlich der Welt präsentieren konnte. Eigentlich wollte man damit nur die Game Engine, einen Charakter des Spiels und die unfassbar guten Fortschritte des Motion-Capture-Verfahren intern bei Sony präsentieren. Aber Sony fand das so gut, dass man Quantic Dreams dazu aufforderte, diese Demo auch der Öffentlichkeit zu zeigen und gleichzeitig Microsoft einen dick geschwollenen Mittelfinger unter die Nase zu reiben. Goodbye, man. Mit Heavy Rain wollte David Cage alles richtig machen. Er wollte das interaktive Geschichtenerzählen nicht nur auf ein neues und noch höheres Niveau bringen, sondern es sollte auch ein ganz persönliches Spiel sein. Das beginnt schon mit der Grundlage der Handlung selbst. In einem Interview verriet Cage, dass er in einem Kaufhaus selbst schon mal seinen eigenen Sohn verloren hat. Diese Panik hat ihn sein Leben lang nicht mehr losgelassen und die Prämisse, was man nun alles tun würde, um einen Liebsten wiederzufinden, sehen wir auch in Heavy Rain wieder, wenn auch in einer sehr drastischen Form. Ob Herr Cage seinen Sohn wirklich verloren hat oder ob er nur vergessen hat, ihn aus dem Smallland abzuholen, werden wir vermutlich nie erfahren. Eine weitere Szene, und hier meine ich die allseits beliebte Fingeramputationsszene im Spiel, basiert ebenfalls auf einer eigenen Erfahrung, die Cage in seiner Kindheit erfahren musste, da er durch einen Unfall Teile seiner Finger verloren hatte. Um der ganzen Geschichte mehr Glaubhaftigkeit zu verlangen, brauchte man auch eine Stadt, in der die Handlung spielen sollte. Auch wenn der Name der Stadt in Heavy Rain nie genannt wurde, handelt es sich hier um Philadelphia. Cage fand die trostlose Stadt und die Verzweiflung, die seine Crew hier fand, wie geschaffen für sein neues Meisterwerk. Mehr oder weniger finden wir im Spiel auch viele Ähnlichkeiten mit dem Film 7, wo Herr Cage wohl die meiste Inspiration für einige Handlungsstränge fand. Sean! Sean!
Für mehr Authentizität las er wohl jedes einzelne Buch über Serienmörder, das er finden konnte. Er war gerade fasziniert davon, dass einige von diesen Mördern zwar komplett verrückt im Oberstübchen sind, aber ihre Morde doch mit einer gewissen Logik und Poesie durchführten. Entwicklungstechnisch war Heavy Rain ein wahres Monster. Das Budget umfasste rund 40 Millionen Euro und das 2000 Seiten starke Drehbuch erforderte gut 170 Drehtage, mit mehr als 70 Schauspielern und Stuntmännern, verteilt auf 60 verschiedenen Sets. Mit mehr als 30.000 Animationen war Heavy Rain damals wohl das ehrgeizigste Motion-Capture-Projekt, das wir je in der Videospielgeschichte gesehen bzw. gespielt haben. Bei der Entwicklung dachte man sogar darüber nach, einen komplett neuartigen Bewegungskontroller eigens für Heavy Rain zu entwickeln. Aber am Ende hat man diesen Plan nach einer Machbarkeitsstudie wieder verworfen. Dank des PlayStation Move Controllers gab es einige Zeit nach der Erstveröffentlichung aber endlich auch die Möglichkeit, Heavy Rain so zu spielen, wie es sich David Cage mehr oder weniger vorstellte. Aber war das mit Quicktime-Events gespickte interaktive Drama auch wirklich so gut, wie man es uns weiß machen wollte? Das ist eine wirklich schwierige Frage und vermutlich kommt es ganz auf den individuellen Geschmack an. Ich persönlich war hin und weg. Schon die 2009er Gamescom-Demo hat mich aus den Socken gehauen. Im November 2009 gab es dann nochmals einen neuen Preview-Bild und Anfang 2010, an einem ziemlich frostigen und verschneiten Wintermorgen, konnte ich endlich die finale Version in meinen Händen halten und entwickelte vor dem Release des Spiels eine gewisse Art Manie. Ich weiß nicht mehr, wie viele Origami-Figuren ich während des Spielens gebastelt habe und wie viele Stunden ich letztendlich mit der Story und dem Spiel verbrachte, um auch jeden Winkel und jeden Handlungsfetzen und natürlich jedes Ende zu erforschen. Es war bestimmt keine gesunde Art und Weise, wie sehr mich dieses Spiel fesselte, aber ein depressiver Fuchs tut, was ein depressiver Fuchs eben tun muss. Ich bräuchte dringend einen Kaffee. Auch wenn es bestimmt kein Spiel für jedermann ist. Heavy Rain ist ein schönes Beispiel dafür, wie emotional Spiele sein können. Es handelt sich sicherlich keineswegs um ein traditionelles Abenteuer. Und Spiele haben möglicherweise nicht so viel Kontrolle über die Geschichte, wie man es sonst vielleicht gewohnt ist. Aber das sollte einen wirklich nicht davon abhalten, eine tiefe Bindung zu den Charakteren aufzubauen und sich in ihre Probleme und Ängste zu vertiefen. Für alle, die jetzt die letzten 14 Jahre unter einem Stein gewohnt haben. Die Geschichte von Heavy Rain dreht sich um die Jagd nach dem Origami-Killer, einem Serienmörder, der Kinder entführt, im Regenwasser ertränkt und eine kleine Origami-Figur zurücklässt. Zuvor werden die Opfer jedoch einige Tage am Leben gehalten und deren Eltern erhalten eine Schachtel mit Origami-Figuren, die beim Ausfalten einer Adresse enthalten, an denen es eine Reihe an perfiden Prüfungen zu überstehen gilt. Hilfe! Dad! Sean! Wo bist du? Mir ist so kalt. Die Handlung wird dabei in verschiedene Teile zerstückelt, die wir aus den Augen von insgesamt 4 Hauptfiguren erleben dürfen. In der Eröffnungsgeschichte geht es um Ethan Mars, einen unglücklichen Architekten, dessen erster Sohn bei einem Unfall ums Leben kam und nun sein zweiter Sohn vom Origami-Killer entführt wurde. Auch Ethan erhält wie alle Väter eine Reihe von Prüfungen, die es zu überstehen gilt, um seinen Sohn wieder lebendig in seinen Armen halten zu können. Während Ethan verzweifelt versucht, das Spiel des Mörders zu spielen, wechselt Heavy Rain zwischen 3 anderen Charakteren hin und her, die alle ihren eigenen Spuren folgen, um den Origami-Killer zu finden. Norman, der FBI-Profiler, nutzt seine Science-Fiction-Sonnenbrille Ari, um Hinweise an Tatorten zu analysieren. Scott, der Privatdetektiv, befragt die Familien früherer Opfer, um herauszufinden, ob der Polizei nicht doch etwas in all den Jahren entgangen ist. Und dann haben wir noch Madison. Die übertrieben sexy Journalistin, deren Hintern sich heftiger bewegt als ein Wackelpudding, hat ebenfalls ihre ganz eigenen Beweggründe, um dem Origami-Mörder nachzugehen. Es mag den Anschein haben, als würde der ständige Wechsel den Fluss der Geschichte etwas unterbrechen. Aber das Spiel wählt seine Momente und deren Übergänge stets geschickt aus, um die 4 Erzählungen gut ineinander greifen zu lassen, auch wenn die Charaktere kaum miteinander interagieren. Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, hören Sie mich! Aufwachen! So unterschiedlich die 4 Szenarien auch sind, gesteuert wird immer auf dieselbe Tour. Und das kann mitunter einige Schmerzen bereiten. Jeder Charakter wird über den linken Analogstick gesteuert. Das Problem ist allerdings, dass der Analogstick alleine nicht ausreicht. Damit auch ein Fuß vor den anderen gesetzt wird, muss zusätzlich noch die R2-Taste gedrückt gehalten werden. Bewegt man nur den Stick ohne R2, wird der Charakter nur in die entsprechende Richtung seinen Kopf bewegen. Und diese Mechanik verstehe ich bis heute nicht. In allen Umgebungen gibt es allerhand Objekte, mit denen man interagieren kann. Die Kontrolle der Charaktere ist aber auf die umständlichste und unnatürlichste Art und Weise umgesetzt worden, dass man leicht wichtige Objekte übersehen kann.
Heavy Rain hat das Schlechteste aus den klassischen Spielen mit einer festen Kamera und ungünstigen Panzersteuerung kombiniert und somit werden auch erfahrene Spieler am Anfang Schwierigkeiten haben, die Charaktere einwandfrei durch die Gegend zu bewegen, ohne aufgrund der bescheuerten Kamera irgendwo an einer Wand oder anderen Objekten hängen zu bleiben. Man kann zwar die feste Draufsicht durch eine andere feste Perspektive ändern, aber insgesamt hilft dieser Perspektivenwechsel nicht immer. Mir ist schon klar, dass diese festen Kameraperspektiven für ein filmreifes Erlebnis sorgen sollen, da David Cage wohl auch davon ausging, dass der intellektuell überforderte Spieler mit seinen unegalen Kackbratzen wohl auch die komplette Atmosphäre mit seinen unqualifizierten Kamerabewegungen zerstören könnte. Man muss aber dazu sagen, dass der Mangel an einer präzisen Steuerung dank der teils dürftigen Kamera den Spieler nie wirklich in Gefahr bringt. Vor allem, weil es auch bis quasi zum Showdown unmöglich ist, dass ein Charakter sterben kann. Wenn es aber etwas gibt, was den Spieler zur Weißglut bringen könnte, dann ist es, wie man mit der Welt interagieren muss. Grundsätzlich ist Heavy Rain ein gut 8 Stunden langer Reaktionstest, bei dem es geht, so schnell wie möglich die angezeigten Symbole zu betätigen. Das Symbol pulsiert, wenn man es schneller nacheinander antippen muss, und ein kleines Dreieck deutet darauf hin, dass man das entsprechende Symbol so lange gedrückt halten muss, bis es sich komplett weiß ausfüllt. Bei Actionsequenzen muss man seinen rechten Analogstick rechtzeitig bewegen, um Hindernissen auszuweichen, und um es manchmal etwas schwieriger zu gestalten, muss man den gesamten Controller in eine Richtung tilten oder drehen. Gerade das Drehen des Controllers funktioniert irgendwie nicht wirklich gut. Three hours later. Du hast es nicht verlernt. First try. Kann aber auch sein, dass ich nur komplett dumm bin. Aber da David Cage der Meister der Quicktime-Events ist, wird man freilich nicht nur einen oder maximal zwei Knöpfe gleichzeitig drücken müssen. Der Spaß geht erst richtig los, wenn man alles miteinander kombiniert. Erst drückt man das X, dann Kreis und dann kommt vielleicht noch R1 dazu, und wenn Herr Cage richtig Spaß hatte, dann packte er entweder noch eine beliebige Taste drauf, oder man musste, während man drei Tasten mit der rechten Hand gedrückt hielt, wie ein Idiot mit der linken Hand in eine vierte Taste einhämmern. Und man musste aufpassen, da auch nur ein kleiner Zucker dazu führt, dass das Quicktime-Event abgebrochen wird. Gerade in heiklen Situationen kann das ein schöner Schmerz im Arsch sein. Zum Glück gibt es drei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Der leichteste ist zwar auch schon ganz schön heftig, wer aber im schwierigsten Level ohne Krämpfe in den Händen davon kommt, hat echt einen Orden verdient. Vermutlich ist aber der Platz neben dem Spieler der gefährlichste. Wenn man mal wieder ruckartig den Controller nach links oder rechts tilten muss, läuft der Zuschauer extrem Gefahr, einen Ellenbogen in die Fresse geschlagen zu bekommen. Achtet also auf genügend Abstand. Eure Katze wird es euch danken. Manchmal ist aber Quicktime-Event der komplett falsche Name, da man sich für manche Aktionen so viel Zeit wie nötig nehmen kann. Hauptsache, man macht bei der absurden Tastenkombinationsparade keinen Fehler. Es gibt Szenen, bei denen man sich entspannt zurücklehnen und ganz genüsslich Taste für Taste drücken kann. Zum Beispiel, wenn unser Held sich den kleinen Finger absägen muss. Von all den Prüfungen ist diese wohl die perfideste im ganzen Spiel. Wenn man so in der kleinen Wohnung rumwandert, um sich nach möglichen Werkzeugen umzusehen, mit denen man sich den Teil des Fingers absäbeln kann, wächst ein mittelprächtig dumpfes Gefühl in der Magengegend heran. All jene, die eine zart besaitete Seele haben, ziehen vermutlich die Machete oder die Schere vor. Genießer nehmen aber die Säge. Optional kann man seine Kackbratzen desinfizieren, bevor man mit der OP beginnt. Ein paar Mal tief eingeatmet und schon kann's losgehen. Am Ende sollte man seine Wunde mit dem praktischen Brandheisen kauterisieren, und wer will, kann dann Hand in Hand mit seinem Charakter kotzen gehen. Diese ganzen Prüfungen, die von Mal zu Mal heftiger werden, müssen nicht alle erfolgreich beendet werden. Feiglinge können auch jederzeit abbrechen. Allerdings sollte man mindestens 3 von 5 bestehen, sollte man seinen Sohn retten wollen. Zu Beginn des Spiels ist es auch insgesamt nicht immer nötig, dass man alle Quicktime-Events zu 100% richtig abschließt. Man verdient vielleicht keine Trophy, aber das Spiel geht weiter. Im letzten Drittel etwa können aber tatsächlich alle Charaktere hops gehen. Trotzdem geht das Spiel bis zum bitteren Ende weiter. Insgesamt führt diese Art des Storytelling dazu, dass es gleich mehrere verschiedene Spielausgänge gibt und auch gut 2 Dutzend Epiloge, in denen alle Charaktere nochmals in allen möglichen positiven als auch negativen Situationen präsentiert werden. Auch wenn einige Quicktime-Events relativ machbar sind und man rein theoretisch den Großteil nicht bis zur Perfektion erledigen muss, ist diese Gameplay-Mechanik trotzdem ein Graus. Es ist zwar eine sehr dynamische Mechanik, die dem Spieler vorgaukeln soll, wirklich nah am Geschehen zu sein und man mehr macht, als nur stupide einen einzigen Knopf zu drücken, aber trotzdem bin ich mir nicht ganz so sicher, ob man diesen Krieg
der Knöpfe nicht doch hätte anders lösen können. Man muss respektiv dann doch sagen, dass die PlayStation-Move-Steuerung doch nicht die dümmste Idee war, soweit ich mich eben erinnern kann. Aber bei all der Interaktion darf man sich trotzdem fragen, wie viel Einfluss der Spieler tatsächlich auf die Story hat. Ich rufe den Notarzt. Nein, kein Notarzt. Darf man David Cage glauben, so soll jede Aktion des Spielers auch noch jeden so kleinen Handlungsschnipsel verändern können. In der Realität stimmt das leider nicht so ganz. Verpatzt man eine Situation, geht die Geschichte im Großen und Ganzen so weiter, wie es der Plot vorgesehen hat. Wie gesagt, etwa erst im letzten Drittel sieht die Sache anders aus. Es ist tatsächlich möglich, dass Ethan bei seinen Prüfungen scheitert, während andere Charaktere nicht in der Lage sind, den Fall rechtzeitig zu lösen oder sogar sterben können. Trotzdem bietet das Spiel einige Situationen, die der Spieler dank den vielfältigen Optionen jedes Mal anders gestalten kann. Nicht, dass sich das großartig auf die Story auswirkt, aber es ist trotzdem im Kleinen eine ganz nette Sache. Das beginnt im Prinzip schon im Prolog. Der Spieler kann entscheiden, ob er seinen faulen Arsch auf der Couch platt sitzt und fernschaut oder ob er doch lieber ein wenig arbeiten möchte. Natürlich mit dem passenden Quicktime-Event-Minispiel. Es läuft gut mit den Plänen. Ich sollte bis Montag fertig sein. Später darf man seiner Frau ein wenig unter die Arme greifen oder auch nicht. So kann man zum Bleistift helfen, den Tisch zu decken. Doch auch wenn der Spieler so sanft wie möglich versucht, dieses Minispiel durchzuführen, wird der gute Ethan das teure Geschirr seiner Schwiegermutter wie ein Psychopath auf den Tisch werfen. Will ja schließlich auf keinen Fall Ärger mit deiner Mutter kriegen. In einer anderen Phase haben Spieler die Möglichkeit, pünktlich den Sohn dazu aufzufordern, seine Hausaufgaben zu machen, etwas zu essen und dann auch pünktlich ins Bett zu gehen. Man kann aber auch das desinteressierte, depressive Arschloch raushängen und den Sohn stundenlang vor der Glotze sitzen lassen, während man selbst sich minutenlang unterm Regen in den Garten stellt und einfach wartet, bis die Zeit abläuft. Lass mich! Ich hasse dich! Egal wie man sich entscheidet, es wird die Story und deren Verlauf absolut null beeinflussen. Meistens bewirkt eine Entscheidung eben nur den Ausgang der aktuellen Szene. Dann aber gibt es Szenen, die tatsächlich kleinere Details verändern. Wie etwa im Storypfad des Privatdetektivs Scott. Nachdem er einer Nutte einen Besuch abgestattet hat, kann er sich dazu entscheiden, den nächsten Freier das Fressbrett weich zu kloppen. Oder man geht einfach weiter. Sollte man nicht einschreiten, wird die leichte Dame das nächste Mal, wenn wir sie besuchen, deutlich blaue Flecke im Gesicht haben. Als Norman hat man des Öfteren die Möglichkeit, im Geschehen einzuschreiten. Entweder hindert man seinen unterbelichteten Polizeikollegen daran, dass er Personen zu Brei schlägt. Oder man kippt selbst noch ordentlich Öl ins Feuer und schreit den Verdächtigen an, während der Kollege die Koteletten poliert. Sie haben kein Recht, ihn zu prügeln. Diese scheinbare Freiheit des Spielers erzeugt zumindest einen hohen Wiederspielwert. Auch wenn einige Dinge eben nur mehr Schein als Sein sind, wird man sich auch wegen der scheinbar unzähligen Handlungsoptionen immer fragen, ob man nun eine Szene anders hätte gestalten können. Es gibt nicht mehrere Wege, die die Charaktere einschlagen können, sondern nur bestimmte Entscheidungen, die zu einer oder zwei zusätzlichen Szenen führen können. Und natürlich besteht die Frage, wo man tatsächlich eingreifen muss, um eines der vielen Enden auszulösen. Wer nicht das komplette Spiel von Anfang an neu beginnen möchte, kann aus dem Hauptmenü heraus jederzeit alle Szenen neu spielen. Hier sollte man allerdings eine wichtige Entscheidung treffen. Möchte man nur die Szene etwas alternativ gestalten oder möchte man seine Handlungen tatsächlich abspeichern, um vielleicht den Verlauf der Story zu beeinflussen? Bei einigen Situationen lohnt es sich wirklich, das Risiko einzugehen. Eben auch dann, wenn man wirklich alles im Spiel sehen und erleben möchte. Wie das mit storylastigen Spielen so ist, darf man sich in Heavy Rain auf einen Sack voll Dialoge freuen. Ungünstigerweise hat man sich leider nicht dazu entschlossen, die Dialoge in einer Box am unteren Rand des Bildschirms zu platzieren. Vermutlich war dies Herrn Cage ein Dorn im Auge, da man vielleicht die Immersion zerstört hätte. Stattdessen kreisen um die Köpfe der Charaktere herum vier verschiedene Antwortsoptionen, die man zeitlich auch rechtzeitig betätigen sollte, wenn man nicht möchte, dass der Charakter selbst eine Auswahl trifft. Ich erinnere mich nicht genau, es ging alles viel zu schnell. Schlimmer wird es in Szenen, wenn die Situation mal wieder stressiger wird. Je heftiger der Gemütszustand des Charakters leidet, desto wirrer und unlesbarer schwirren die Antworten um die Köpfe herum. Das gilt auch für Selbstgespräche und Gedanken, die man sich fast immer mit der L2-Taste einblenden lassen kann. Das Problem mit diesem System ist, dass man nur ein paar Worte vorgeworfen bekommt, aber nie komplette Sätze, was es manchmal komplett schwierig macht, darauf zu schließen, welchen Ausgang ein Dialog haben könnte. Gedanken können auch etwas chaotisch sein, da sich viele widersprechen, aber zumindest kann man sie alle einzeln durchklicken. Das Erfreuliche ist, dass die Synchro wirklich gut gelungen ist, auch wenn sie an einigen Stellen leicht übertrieben rüberkommt. Ich habe auch jemanden verloren. Ich weiß, was ich fühle. Dann verstehen Sie auch, dass ich darüber nicht reden möchte. Das gilt jetzt aber nicht nur für die Hauptdarsteller, sondern auch für alle Nebenfiguren. Man hat sich in Heavy Rain um eine wirklich großartige und talentierte Besetzung gekümmert, was in einem Spiel, das mehr oder weniger ein interaktiver Film sein soll, wirklich Gold wert ist. Was meinst du mit weg? Du bleibst hier. Ich hole ihn. Aber nicht nur die Sprachausgabe ist gut gelungen.
Die Musik ist ebenso hervorragend und bietet den größten Teil des Spiels eine vollständige Orchesterpartitur, auch wenn ich die Lautstärke der Musik um die Hälfte reduziert hatte, da sie ansonsten in manchen Stellen die Dialoge erstickt hätte. Eines der Dinge, die die Action-Szenen so spannend machen, ist die großartige Musik, die sie begleitet. Von schnellen, spannungsgeladenen Titeln in Kampfszenen bis hin zu nostalgischeren und melancholischeren Melodien für dramatische Momente. Die fesselnden Kompositionen sind nie eine Enttäuschung. Gerade wenn es wieder heftiger wird, verpasst der Soundtrack einem zusätzlich noch einen festen Tritt in die Klöten, womit man dann am Ende der Szene manchmal wie ein schockiertes Huhn in den Bildschirm schaut. Wo jetzt Heavy Rain aber absolut punkten kann, ist die Grafik. Die im Hintergrund laufende Version ist die PS4-Neufassung auf der PS5, die ich aus Vollheit live auf YouTube in 1080p gestreamt habe, um das Material dann wieder aus dem Netz zu laden. Nicht wirklich optimal, aber man spart sich Arbeit. Als man das erste Mal diese Tech-Demo sahen, konnten wir beinahe nicht unseren Augen trauen. Man hat uns ja schon oft mit irgendwelchen Trailern beschissen und damit meine ich in erster Linie den großartigen E3 Killzone-Trailer. Aber was Quantic Dream mit The Casting fabriziert hat, war schon unglaublich gut. Die spielbare Demo auf der Gamescom und natürlich die finale Version haben dann alles bisherige, was uns auf der PS3 zum Fraß vorgeworfen wurde, getoppt. Es machte beinahe den Anschein, dass Heavy Rain eine Art Benchmark-Programm sein sollte. Von sanft animierten Wellen, wenn man durch die Pfützen geht, über hochwertige Lippensynchronisation bis hin zu dynamischen Gesichtsausdrücken aller Charaktere. Die Grafik ist einfach atemberaubend. Auch die Ladebildschirme machen uns jedes Mal deutlich klar, dass man bei Quantic Dream ganz besonders stolz auf die Gesichtsausdrücke war und uns jedes Mal den Charakter mit extrem dramatischen und überzeichneten Mimiken präsentiert. Besonders gut gelungen ist auch der krasse Unterschied zwischen dem freundlichen Prolog und dem restlichen, komplett depressiven Teil des Spiels. Und in einem Titel, der wirklich darauf abzielt, dem Spieler das Gefühl für seine Charaktere zu vermitteln, tragen die realistischen Grafiken wesentlich dazu bei, sich besser mit ihnen identifizieren zu können, auch wenn es mit manchen Charakteren etwas schwieriger fällt. Und leider klappt das nicht immer. Gegen Ende scheint den Entwicklern irgendwie die Luft ausgegangen zu sein, wenn wir uns zum Bleistift diese Unterhaltung ansehen. Sie blicken sich weder in die Augen, noch scheint hier irgendwie ein Funke zu fliegen. Es macht hier wirklich eher den Eindruck, dass sich zwei Puppen unterhalten. Ich Jahren für Origami interessiert. Und diese Fehler werfen einem enorm aus der Immersion raus. Trotzdem versuchte man so gut es geht, alle Charaktere so zu gestalten, dass sich noch ein jeder mit ihnen einlassen wird. Ich persönlich fand Norman am nettesten. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber irgendwie hat er das Herz am rechten Fleck und er wirkt irgendwie wie ein nerdiger Außenseiter. Gerade dann, wenn er seine Augmented Reality Brille zückt. Er hat ein kleineres Drogenproblem, aber wenn man bedenkt, dass er jeden Tag mit den Arschkrampen der Polizei rumkämpfen muss, die eine Banane nicht von einem Klavier unterscheiden können, kann man ihn schon verstehen. Sein wohl coolstes Gimmick ist dieses AR-Büro. Damit war Quantic Dreams dem Apple Vision Pro schon über ein Jahrzehnt voraus. Der Privatdetektiv macht zunächst den Anschein, dass er stets der weiße Ritter und Retter in der Not ist. Egal, ob es sich um Nutten oder Babys handelt oder wenn es darum geht, ein leckeres Rührei zuzubereiten. Die Eier müssen jetzt fertig sein. What are you? An idiot sandwich. Er ist der feine Kerl, der aber anscheinend keine schöne Vergangenheit hatte und somit einen mitfühlenden Charakter besitzt. Dann haben wir die sexy Madison, die wirklich anscheinend nur deswegen im Spiel ist, da David Cage ein Faible für Dusch- und Klo-Szenen in Videospielen hat. Klar können wir auch dem Hauptcharakter beim Duschen zusehen, aber insgesamt schneidet Madison im Vergleich doch besser ab. Die Duschszene zerläuft so fein wie Butter auf der Netzhaut, nur haben sie wie gesagt bei den Bewegungen des Allerwertesten ein wenig übertrieben. Ach ja, und natürlich darf in einem David Cage-Spiel auch keine Sexszene fehlen. Schließlich macht er ja Spiele für Erwachsene. Seltsamerweise konnte ich mich mit dem Hauptdarsteller Ethan am wenigsten anfreunden. Nicht, weil mir die Prüfungen auf den Sack gingen. Es ist eben die komplett überzogene Persönlichkeit, die komplett von Schuldgefühlen zerfressen ist. Dabei sind einige Sachen komplett unlogisch und die Handlung teilweise so löchrig wie Schweizer Käse. Wenn wir uns etwa die Hinweise anschauen, wo sich der verlorene Sohn befinden soll, dann würde selbst der dümmste Vater nach der zweiten Prüfung Google Maps rausholen und die Adresse in das Suchfeld reinhacken. Leider gibt es im Spiel hier keine Abkürzung, die der Spieler nehmen könnte, denn ansonsten wäre ja die Sache schon nach 3 Stunden vorbei und nicht erst 8. Ich weiß, dass es komplett unmöglich ist, nach 13 Jahren noch irgendwas geheim halten zu können, aber die Suche nach dem Origami-Killer bleibt bis etwa zur Hälfte des Spiels spannend und dann wird es einem wie Schuppen aus den Haaren fallen. Mars ist schuldig. Der Fall ist gelöst. Allerdings versucht die Story noch irgendwie den Schein zu bewahren, während der Spieler einfach mal so tun muss, von nichts eine Ahnung zu haben, um eben nicht die Illusion komplett zu zerstören und es lohnt sich definitiv, dem Spiel alle Zeit der Welt zu geben.
Kopf. Es gibt nur einen Kopf im Bereich des Geoprofils. Auch wenn Heavy Rain wohl eines der schönsten Spiele auf der PS3 war und die Story relativ spannend geschrieben wurde, ist es trotzdem nicht unbedingt jedermanns Sache. Im Prinzip kann man ja auch so weit gehen und sich fragen, ob Heavy Rain wirklich noch ein Spiel oder eben ein gespielter Film mit einem heftigen Anteil an Quicktime-Events ist. Spiele wie Dragon's Lair haben es in den 80er Jahren schon vorgemacht, dass sowas funktionieren kann. Es hat sich zwar wie Arsch gespielt, aber immerhin war man für 5 Minuten gut beschäftigt. Heavy Rain ist aber ein komplett anderes Kaliber. Die Quicktime-Events machen manchmal durchaus Sinn und funktionieren. Selbst das Öffnen eines BHs war jetzt kein Problem, aber dann gibt es Stellen. Da möchte man den Controller einfach nur gegen die Wand werfen. Das Problem an diesen Stellen ist auch, dass man das Event unbedingt spielen muss. Man kann nicht einfach scheitern und hoffen, dass das Spiel einen trotzdem voranschreiten lässt. Fahren Sie auf dem Highway 5 Meilen gegen die Fahrtrichtung. Entweder erfüllt man das Event oder bleibt für immer stecken. Und vor allem dann, wenn die Neigungssensoren ins Spiel kommen, dann möchte man nur noch lauthals fluchen. Seltsamerweise sind gerade die banalen Sachen, wie eben eine verfickte Schublade oder Tür zu öffnen, die schwersten Dinge im Spiel. Das Problem bei allen Quantic Dreams Spielen ist, dass David Cage stets versucht, irgendwie die Story so sanft wie möglich mit dem Holzhammer voranzutreiben. Auch wenn einige Dinge plottechnisch überhaupt null Sinn ergeben, muss er sie einbauen. Warum? Weil er es kann, aber nicht, weil es logisch oder irgendwie sinnvoll ist. Ich nenne es mal die Madison-Problematik. Hübsch anzusehen, aber inhaltstechnisch hat es keinen Mehrwert. Und das gleiche Problem sehen wir natürlich später in einem Beyond Two Souls und Detroit Become Human. Auf der anderen Seite ist eben total cool, dass das Spiel einem eine scheinbare Freiheit gibt. Man kann aus dem Kühlschrank etwas unappetitlich aus dem Saftkarton trinken oder man schnappt sich ein Bier. Es hat zwar keinen Einfluss auf die Story, aber es ist lustig, dass man die Wahl hat. Das gleiche gilt auch für Norman, wobei hier die Auswirkungen etwas härter sind. Entweder kämpft man gegen seine Drogensucht an oder versucht gegen das Verlangen anzukämpfen. Oder auch die Frage, ob man nun eine Person sterben lassen möchte oder ob man doch hilft. Shelby! Kommen Sie! Ich... Man hat die Wahl und das Gefühl, irgendwie die Story beeinflussen zu können, auch wenn man am Ende vielleicht nur um eine Trophy reicher ist, aber es der Story komplett am Arsch vorbeigeht, wie man nun das Ende erreichen möchte. Hauptsache, man erreicht es. Frei nach dem Motto, das Ziel ist das Ziel. Was bei dem PS4 und PC-Remake komplett fehlt, ist der einzig veröffentlichte der Tierpräparator genannte DLC. Die erste von 3 geplanten Heavy Rain Chronicles genannten Episoden bleibt einzig und allein der PS3 vorbehalten, was relativ schade und unverständlich ist. Das erfahre ich nur, wenn ich ihn frage. Wenn nicht, hat er sicher Tipps, wie man Tiere ausstopft. In der Tierpräparator schlüpfte man abermals in die Rolle der Madison, allerdings 2 Jahre vor den Ereignissen des Spiels. In der gut 1,5 Stunden langen Episode ermittelt sie gegen Leland White, einen Mann, der verdächtigt wird, der Origami-Killer zu sein. Die Episode sollte allerdings auch erklären, warum sie an Schlaflosigkeit leidet. Scheiße, was mache ich hier? Ich muss hier raus, bevor der Psychopath zurückkommt. Die 2. Episode hätte sich auf Norman konzentriert. Diese Episode hätte uns erklärt, wie er drogenabhängig wurde und der Beginn seiner Arbeit mit der AR-Brille. Und letztendlich in der 3. Episode hätten wir den Privatdetektiv Scott in der Hauptrolle gesehen. Hier betrieb er frühe Ermittlungen zum Origami-Killer. Mehr Details gab es leider nie. Wie gesagt, war ich damals süchtig nach Heavy Rain und als ich gehört hatte, dass es nur einen einzigen DLC geben sollte, brach für mich eine Welt zusammen. Bei dem Versuch, nur irgendwen zu erreichen, der mir Antwort geben könnte, gab es von Sony immer nur dieselbe Antwort. Computer sagt nein. Schuld an der ganzen Misere war laut David Cage aber die Entwicklung der PlayStation Move-Unterstützung. Dies hätte die komplette Zeit und Ressourcen der Entwicklerbutze gefressen und so war keine Luft mehr übrig, am DLC zu arbeiten. Ich hätte ehrlich gesagt auf den Move-Support gerne verzichtet. David Cage gab dann auch im Interview bekannt, dass er im Prinzip das Drehbuch zu allen 3 Episoden schon geschrieben hätte. Allerdings war es unwahrscheinlich, dass die restlichen 2 Episoden je erscheinen würden, da mal damals schon die Produktion von Beyond Two Souls gestartet hatte, das dann 2013 veröffentlicht wurde. Von Heavy Rain Chronicles hatte man nie etwas mehr gehört und ich frage mich auch, ob all jene, die nur die PS4 oder PC-Version gespielt haben, noch überhaupt wissen, dass es zumindest eine extra Episode gab. Ich weiß, dass es heute etwas länger als gewöhnlich dauert, aber ich wusste nicht, wie ich das Video nur eine Minute kürzer machen sollte. Im Gegenteil, es gäbe vielleicht sogar noch viel mehr zu erzählen. Allerdings habe ich eben wie immer die Vermutung, dass einem nach knapp 8 Minuten die Ohren bluten und das kann ich eben nicht verantworten. Und ich stütze mich hier auf eine eigene Studie. Was bleibt also am Ende des Tages übrig? Heavy Rain ist ein schwieriges Spiel. Die Story ist eine überwürzte Gulaschsuppe. Und die Subtilität, mit der Herr Cage arbeitet, ist eben wie ein Furz, den man mit Gewalt irgendwie aus dem Darm rauspressen möchte, mit der Gefahr, dass am Ende eben nur Scheiße rauskommt. Oh, Sie können auch die kleinen Hunde falten. Meine Kinder liebten Origami.
So schlimm ist es in Heavy Rain zum Glück nicht. Ich hatte auch nach Jahren wieder Spaß mit der Story. Nicht so sehr mit einigen Quicktime-Events und dem Part, in dem man durch einen Tunnel mit Glasscherben schleichen muss. Aber trotzdem fühlte sich das Spiel wie am ersten Tag an und ich war wieder für Stunden gut aufgehoben. Glas. Glassplitter. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Falls eure Kackbratzen noch nie im Leben dieses leicht modrige Meisterwerk gespielt haben, dann solltet ihr das schleunigst ändern. Heavy Rain bereitet definitiv einen Sack voll Schmerzen. Nicht nur auf der emotionalen Seite, sondern auch richtig heftige physische Schmerzen in euren Fingern, begleitet von gelegentlichen Wutausbrüchen. Aber trotzdem sollte man sich die Perle auf der PS3 nicht entgehen lassen. Und wenn ihr alles fein runtergeschluckt habt, machen wir dann mit Beyond Two Souls weiter. No, God, please, no! No! Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala.